So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf Paulina Klemms Kanal. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Folge würden wir eigentlich ganz gern den Plejadern selbst widmen, mit denen du ja viel in Kontakt stehst. Wir haben nämlich beim letzten Video am Ende angesprochen, wie denn die Plejader eigentlich aussehen, beziehungsweise wie wir sie uns vorstellen können äußerlich. Und nachdem du ja viele Nachfragen kriegst zu den Plejaden, haben wir uns gedacht, wir widmen diese Folge einfach gleich mal den Plejaden und beschäftigen uns viel mit ihnen sozusagen. Genau, deswegen, wenn du magst, können wir gleich mal starten. Ich hätte nämlich gleich auch schon die erste Frage für dich. Und zwar, die kriegst du ja auch bestimmt häufig. Wie bist du denn dazu gekommen, mit den Plejaden Kontakt aufzunehmen? Und wie empfängst du denn die Botschaften? Also wie kann ich mir das vorstellen? Kommt das in Schrift, in Bildern oder wie auch immer? Also mit den Plejaden kommuniziere ich jetzt ungefähr seit 2011 oder 10, ganz offiziell, sage ich mal. Die haben sich natürlich schon vorher bei mir gemeldet, aber ich konnte die Energie der Plejaden noch nicht richtig wahrnehmen oder definieren, sage ich mal, weil ich früher ganz viel mit den Verstorbenen und auch mit den Engeln kommuniziert habe. Mit der Energie arbeite ich nämlich schon so, als ich 25 Jahre alt war. Und je mehr man mit der Energie arbeitet, desto mehr öffnen sich die Zugänge zu der geistigen Welt. Und ich wollte unbedingt mit meiner verstorbenen Familie am Anfang kommunizieren, mit meiner verstorbenen Oma. Und die ersten Kontakte sind auch gut gelungen. Das war eine wunderschöne Begegnung wieder mit der Oma. Und ich habe dann ganz viele Briefe mit den Verstorbenen oben geschrieben. Viele Botschaften habe ich von denen empfangen. Und dann haben sich die Engel bei mir gemeldet. Dann durfte ich mit Engeln kommunizieren. Die Engel haben so wunderbare Energie, so weiche, liebevolle Energie. Und eines Tages wollte ich wieder Botschaften von den Engeln empfangen. Ich wollte wieder Meditation schreiben, Engelmeditation. Aber ich habe gespürt, dass die Energie doch anders ist als von den Engeln. Das war irgendwie, die Energie war sehr präsent. Also ich konnte sie fast greifen und das hat auch mit meinem Körper was gemacht. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, dann habe ich plötzlich andere Worte bekommen als von den Engeln. Und da stand eben, wir sind das Plejada und wir möchten mit dir kommunizieren. Und wir möchten Botschaften durch dich praktisch weitergeben. Und du sollst bitte die Botschaften den Menschen weitergeben. Und das waren die ersten Kontakte. Das war für mich überraschend, dass sie sich bei mir melden. Also zwar überraschend, aber ich habe auch gespürt, dass ich wieder zu Hause bin. Als ich klein war, das haben bestimmt viele Zuschauer, die auch meine Bücher lesen. Als ich klein war, habe ich immer zum Sternenhimmel geschaut und ich wollte immer irgendwie nach Hause. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt und als die Plejaden sich dann bei mir gemeldet haben, dann habe ich ganz genau gewusst, ah, das ist die Energie, das ist die Energie, die ich immer gesucht habe. Ja, das ist total schön. Das heißt, du empfängst eigentlich in Worten wahrscheinlich oder weil du auch angesprochen hast, dass du ja andere Worte empfangen hast. Hattest du denn bewusst davor schon mal mit den Plejadern Kontakt oder was heißt Kontakt? Hast du von den Plejadern gewusst, bewusst oder war das eher dieses Intuitive, eben in den Himmel schauen und nach dieser Energie suchen? Also ich hab über die Plejader vorher gewusst, aber ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt, weil ich eben so in den Engelreichen oder mit den Engelreichen beschäftigt war. Mit den Plejaden war es komplett was anderes. Und
wenn ich die Botschaften empfange, also ich muss überhaupt nicht irgendwie in Trance gehen. Ich empfange einfach die Worte. Und es ist immer so schön, wenn wir oder wenn ich die Texte schreibe, für die Bücher zum Beispiel, dann schicken die mir die Plejade auch noch gleich Bilder, damit ich mir das besser vorstellen kann, damit ich das auch weitergeben kann. Also sie geben mir nicht nur Worte, sondern auch die Bilder dazu. Aber ich schreibe das in der Schriftform. Mhm. Und die Bilder, die ich dann empfange, die kann ich dann ganz gut auch den Leuten erklären. Sie schicken mir sehr oft zu der aktuellen Lage Bilder, sehr oft auch gut, zum Beispiel kurz bevor ich aufwache. Und wenn ich so Bilder oder Worte bekomme, dann weiß ich, dass es ganz wichtig ist. Und das ist meistens so, dass ich dann halt die neue Botschaft dann schreibe für die Menschen, die ich immer veröffentliche und auch beim Amra Verlag, damit das ganz viele Leute wissen. Also immer, wenn sie sich bei mir kurz bevor ich aufwache melden, dann weiß ich, dass es ganz wichtig ist. Ja, genau, weil das wollte ich nämlich auch jetzt ansprechen. Du hast ja ganz viele auch Symbole, die du empfangen hast. Nicht zuletzt ja zum Beispiel dieses energetische Schutzsymbol. Das heißt, du gibst sie ja dann auch gleich so weiter, wie du sie empfängst letztendlich. Das ist total schön. Also diesen Symbol zum Beispiel, das habe ich auch so mal bei einem Seminar einfach bekommen, weil eine Teilnehmerin hat mich gefragt beim Seminar, wie kann man sich gegen den Krankenhauskeimen schützen? Und ich habe dieses Symbol im Seminar bekommen, das habe ich gleich aufgemalt und dann habe ich noch mehr und mehr Informationen dazu bekommen. Und letztendlich haben das die Plejade dann auch in dem Buch 6 dann erwähnt und auch ganzen Kapitel dazu diktiert oder die Worte dazu, dass es auch gegen Viren eben ist oder dass man auch gut entgiften kann durch das Zeichen. Also das kommt einfach von oben. Aber wie ich gesagt habe, ich muss nicht in Trance gehen. Ich kann wirklich überall empfangen. Also auch wenn es gerade wichtig ist, wenn sie sich melden, dann, wenn ich zum Beispiel in der S-Bahn sitze, in der S-Bahn, dann kann ich auch in der S-Bahn schreiben. Aber am besten ist es für mich natürlich irgendwo draußen. Also ich schreibe sehr gerne in der Natur, auch wenn es kalt ist. Ich nehme mir einfach Decke. Ich tue mir da so schön einpacken und ich schreibe am liebsten draußen. Und was ich immer dazu, ich schaue immer, dass ich da vom Elektrosmog beschützt bin, von Elektrosmog. Denn dann bin ich in meiner Kraft, ich bin geschützt. Und es kommen keine so Nebengeräusche oder so Elektrogeräusche zu mir. Ja, weil das wahrscheinlich dann auch wieder wie so ein Störfaktor ist letztendlich. Und wenn du dann in diese Verbindung gehst, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass die plejadische Energie eine andere ist als zum Beispiel die der Ahnen oder der Engel beispielsweise. Mhm. Ich glaube, das ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel auch relativ oder ziemlich interessant. Wie kann ich das dann jetzt selber zum Beispiel auseinanderhalten, wenn ich mich in Meditation begebe oder eben in so einen Zustand? Genau, von wem, also wie kann ich selber zum Beispiel spüren, ah, okay, das ist jetzt, das könnte die plejadische Energie sein. Also wenn ich mit dem Verstorbenen kommuniziere, dann die Energie ist wirklich sehr, auch sehr präsent. Man spürt sehr oft Kälteschauer. Man kann auch so leichte so Kribbeln an der Haut spüren, denn die Verstorbenen, die melden sich tatsächlich, die können sich sehr gut manifestieren. Man kann das mit der Zeit wirklich dann unterscheiden, welche Energie das ist. Wenn man mit den Engeln kommuniziert, dann spürt man eigentlich nur eine liebevolle Energie, so lichtvolle, liebevolle Energie und man ist einfach dabei so glücklich und so dankbar. Das spürt man einfach, dass die Engel sind, weil man fühlt sich so friedvoll im Herzen und auch körperlich. Das kann man ganz gut auch wahrnehmen.
Und wenn die Plejada sich melden, die Energie ist komplett anders. Die ist sehr transformierend, aber gleichzeitig heilend. Und man kann auch die Liebe der Plejada sehr gut spüren. Also wenn die Plejada bei uns sind, dann kommt wirklich so eine Welle zu uns. Man kann das auch bei den Seminaren, wenn ich zum Beispiel mit den Seminarteilnehmern die verschiedenen Schritte gehe und dann wir uns an die Plejada anbinden oder sie kommen zu uns, dann kann jeder spüren, dass da so eine kraftvolle Energie gekommen ist. Und die Plejada zeigen sich auch sehr oft in so eine orange oder hellblaue Energie, manchmal auch silbrig. Also das ist auch Zeichen von den Plejadern, wie sie sich zeigen, wenn sie mit uns in ebenso feinstofflichen Form kommunizieren. Mhm. Als ich die ersten Botschaften der Plejada geschrieben habe, dann haben sich bei mir so stark gemeldet, die haben, ich weiß es ganz genau, das war bei mir zu Hause im Schlafzimmer, das war in der Nacht und ich bin aufgewacht, weil da so viel Licht im Zimmer war. Und ich habe gesehen, dass da so viel Orange und hellblaues Licht ist und überall im Zimmer waren so wunderschöne Mandalas, also wunderschöne geometrische Zeichen und die haben sich auch leicht bewegt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das Zimmer irgendwie so mehrdimensional geworden ist, also ob da mehrere Ebenen in meinem Zimmer wären. Und ich konnte das ganz normal sehen, ich musste mich da überhaupt nicht konzentrieren dazu oder ich konnte das ganz normal wahrnehmen mit offenen Augen. Und dann habe ich auch meine Hände angeschaut und ich habe gesehen, dass da ganz viel Licht zu meinen Händen strömt, hellblaues Licht. Und ich habe die Hände immer so umgedreht und geschaut, weil das war wirklich so präsent, das war einfach da, das Licht. Mhm. Und in dieser Farbe oder halt in dieser Form können sie sich auch sehr gut zeigen. Mhm. Also es ist Wahnsinn, wie bildlich sie sich ja eigentlich auch zeigen können direkt. Würdest du auch sagen, dass man das zum Beispiel auch beim Lesen der Bücher spüren kann? Weil ich finde, da vielleicht kriegt man da ja schon einen ganz guten Eindruck, wie sich ihre Energie denn anfühlt. Mhm. Wahrscheinlich, oder? Ja, also da haben schon so viele Leser eben berichtet, darüber berichtet, wie die Energie der Plejada präsent ist. Mhm. Und viele Leser, viele Menschen konnten auch gleich heilen, schon beim Lesen. Mhm. Denn die Bücher sind energetisch aufgeladen. Also wenn jemand das Buch liest, dann wird auch dann gleichzeitig an die Person angepasst, an den Menschen. Und man wird schon durch das Lesen, kann durch das Lesen heilen. Mhm. Also viele Menschen berichten auch, dass die dabei sehr müde werden. Das hast du auch schon öfters gesagt. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man gerade was abgibt, dass was transformiert, dass gerade was ins Licht umwandelt wird. Das ist auch Zeichen dafür, als ich angefangen habe, mit den Plejadern zu arbeiten oder zu kommunizieren, war ich beim Schreiben sehr, sehr müde. Ich musste mich mehrmals hinlegen, damit ich die Energie überhaupt halten kann. Und die haben mit mir so lange gearbeitet, bis sie dann ganz viele Programme bei mir ausgeheilt haben. Und das passiert eben schon beim Lesen. Also man muss sich auch nicht so viel bemühen. Schon beim Lesen kann man heilen. Ja, ist ja schön zu wissen, dass ich währenddessen schon heile, während ich lese. Ja. Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten, wie ich mich direkt an die Plejada anbinden kann? Weil vielleicht ist ja nicht jeder so dieser visuelle Typ Mensch oder man hat vielleicht auch nicht immer die Ruhe dazu, sich so visuell zu verbinden. Was kann ich denn machen, um das zu unterstützen, diese Verbindung zu dem Plejada? Mhm. Also man kann auf jeden Fall die Zahlenreihe der Plejada gut benutzen, die 3717. Mhm.
Oder es gibt auch eine andere Zahlenreihe, 5577, das ist Anbindung an die kosmische Familie allgemein. Aber wenn man direkt mit den Plejaden arbeiten möchte, dann tut man diese 3717 Zahlenreihe benutzen. Die kann man entweder visualisieren, aber wenn man nicht ebenso gut ist in Visualisieren, dann kann man auch Wasser übertragen oder sich das groß aufschreiben und sich draufstellen. Und diese Zahlenreihe ist so aufgeladen von den Plejaden, dass man wirklich dann in so direkte Verbindung, energetische Verbindung mit denen dann steht. Also man ist direkt, würde ich sagen, mit den Planeten, mit den Planeten Plejaden verbunden. Man ist auch direkt mit der Intelligenz der Plejade verbunden. Man öffnet oder aktiviert auf diese Weise wie so ein so Portal, Lichtportal, und man ist mit denen direkt verbunden. Mhm. Ja, ich bin auch jemand, der super gerne mit Edelsteinen arbeitet, weil die nicht nur schön zum Anschauen sind, sondern ja auch viele auch wieder eigene Eigenschaften haben und Hilfen sein können. Gibt es denn auch einen Stein, der zum Beispiel den Plejaden zugeordnet werden kann? Weil ich das immer gerne mache, die zum Beispiel bei mir in der Nähe zu haben oder einfach in die Hand zu nehmen, gibt es da auch wieder einen Stein auch für die Plejaden selbst? Also der Stein der Plejade ist Moldavit. Das kann man schon spüren, wenn man diesen Stein trägt, weil das ist kein irdischer Stein. Das ist ein Stein, der eben so aus Kosmos auf die Erde gekommen ist, durch einen Ausbruch. Und wenn man diesen Stein benutzt, dann kann man sein Bewusstsein sehr erhöhen, und man kann auch die Anbindung an die Plejade auch wirklich verstärken. Mhm. Und die Plejade sind sowieso sehr, die arbeiten sehr gerne mit den Kristallen. Ich arbeite auch fast bei jedem Seminar mit Kristallen, mit den Gruppen. Denn die können uns auch sehr gut Kristalle programmieren. Die sagen, Kristalle sind sowieso unsere Zukunft. Wir haben früher in der Atlantiszeit, in der lemurischen Zeit schon immer durch Kristalle kommuniziert. Und die können auf diese Weise uns helfen, dass die zum Beispiel unsere persönlichen Informationen in die Kristalle reinprogrammieren. Und da kann man am besten mit den klaren Kristallen arbeiten, wie zum Beispiel Zitrinbergkristall oder Rosenquarz, Amethyst. Und man kann die Plejade bitten um Informationen, und die geben wirklich so wunderbare Informationen, und die speichern sie rein in die Kristalle. Und man kann dann diese Kristalle zum Beispiel zum Solarplexus auflegen, und dann ist man verstärkt, gestärkt durch die kristalline Kraft und auch die Informationen. Mhm. Ja, das sind schöne Tipps, weil ich glaube, das hast du auch in einem deiner Bücher erwähnt gehabt, dass man zum Beispiel auch unter einer Pyramide aus Bergkristall oder in einem klaren Kristall auch diese Zahlenreihe 3717, die plejadische Zahlenreihe, auflegen kann, genau. Und die ja dann sozusagen das im Raum verströmt, diese Energie im Endeffekt. Ja, genau. Ja, das sind schöne Tipps. Was wir auch noch sagen könnten, das haben wir schon mal im Interview besprochen, ist nämlich die Uhrzeit 21 Uhr, wenn du Lust hast, da noch was dazu zu sagen, weil ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, wenn man diese Verbindung intensivieren möchte. Mhm. Also es gibt Anbindung mit den Plejaden, telepathische, energetische Anbindung. Die beste Anbindung kriegt man am Montag, weil da schon so viele Menschen, so viele Leser mitmachen. Sie verbinden sich mit den Plejaden genau von 21 bis 21.20 Uhr. Man kann das natürlich jede Zeit machen, aber genau in dieser Zeit arbeiten die Plejaden mit uns oder mit der Gruppe wirklich verstärkt. Sonst kann man auch jeden Abend von 21 bis 21.20 Uhr. Und viele Menschen haben auch eben schon erzählt, welche Heilungen da stattgefunden sind,
wie sich die Energie erhöht, wie man bewusstseinsmäßig wachsen kann. Und da passieren wirklich ganz großartige Sachen. Manche Leute haben auch angefangen, zum Beispiel zu channeln, weil sie so viele Informationen von den Plejaden bekommen. Aber bei dieser Zeit, wenn man sich da verbindet, man kommt einfach zur Ruhe. Man fühlt wieder das Vertrauen für die Zeit, denn wir leben in der Zeit, die gerade ziemlich anstrengend ist. Und man ist wieder bei sich, man fühlt die Unterstützung, man fühlt, dass man nicht alleine ist. Und das ist einfach wunderbar. Und es gibt nicht nur die Plejada, es tun sich natürlich auch viele Engel, Schutzengel, viele Lichtwesen, aufgestiegenen Meister auch dazu schalten energetisch. Und das ist so ein riesiges Feld. Und das kostet nur die 20 Minuten Zeit. Ja, zu dieser Zeit erhält man dann wahrscheinlich oder hat die Möglichkeit, diese schöne bedingungslose Liebe zu erfahren, die du auch genannt hast vorhin. Weil das ist auch das, was ich bei den Plejaden sehr schätze, weil die haben, also in meinen Augen, ich liebe die zwei riesigen Eigenschaften, die die haben. Also erstmal sind das wunderbare Heiler, die helfen uns, unsere Programme auszuheilen und gleichzeitig ergeben uns auch Informationen über globale Situationen, damit wir uns hier auskennen und die Angst verlieren. Mhm. Ja, das ist total schön zu hören. Vor allem, das hast du auch mal in einem deiner Bücher gesagt, dass sie ja in der Zukunft sozusagen leben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Das ist das Spannende, weil die leben in einem anderen Raum und Zeit. Das kann man sich auch genauso vorstellen, wenn die Astronauten im Weltraum sind. Dann erleben sie auch andere Zeit als wir hier auf der Erde. Und sie erleben wirklich in eine andere Zeit und anderen Raum. Und man könnte sagen, sie leben in der Zukunft. Und deswegen können unsere Zukunft so gut sehen, weil sie blicken auf uns so zurück. Also sie wissen, was dann auf der Erde passieren wird. Denn sie haben schon diesen Überblick und das ist eben so gut daran, dass sie so gute, wunderbare Unterstützer haben. Ja, ich glaube auch, ein anderer Aspekt auch noch wäre, dass sie ja im Endeffekt auch so eine ähnliche Entwicklung ja auch durchgemacht haben als Zivilisation. Das war, glaube ich, in einem deiner ersten Bücher beschrieben. Genau, also du hast da wirklich vollkommen recht, was du jetzt gerade sagst, weil die Plejada, die haben auch so ähnliche Geschichte erlebt wie wir Menschen und die haben ungefähr so die gleiche Entwicklung wie wir. Weil es ist natürlich Unterschied, wenn ich mit den Plejadern kommuniziere in Lichtform, aber die Plejade existieren natürlich auch in der physischen Form. Die leben ganz normal auf dem Planeten Plejaden, genauso wie hier auf der Erde. Das sind ganz physische Wesen. Und sie haben auch so ähnliche Entwicklung wie wir gehabt. Und sie waren auch ziemlich von dem Abgrund gehabt. Und als die gesehen haben, dass wir Menschen genauso in so einer Situation sind, dass wir das alleine nicht schaffen, dann haben die die Erlaubnis bekommen von dem Kosmischen Rat und auch von vielen anderen Weisen, dass die uns energetisch helfen können, weil sonst hätten wir das wirklich nicht mehr alleine geschafft. Mhm. Ja, das gibt ja Mut und Hoffnung, gerade für die jetzige Zeit. Im Hintergrund, hinter den Kulissen passiert schon sehr, sehr viel. Mhm. Ich weiß, dass die auch physisch auf der Erde sind, aber sie können sich offiziell noch nicht so zeigen. Es sind wirklich so gewisse Bewusstseinsgrad der Menschheit erreicht wird. Mhm. Dann können wir sie wiedersehen, wieder begegnen wie damals. In der Atlantiszeit haben wir hier alle Kontakte gehabt und hier gemeinsam gelebt in Frieden und diese Zeit sollte wieder zurückkommen.
Ja, da bin ich mal gespannt und ich glaube nicht nur ich, wie sich das alles entwickelt. Da freuen sich schon viele. Ja. Ja. Genau, ja, dann gut, danke, Pauline. Ich würde sagen, für dieses Mal haben wir super viele schöne Informationen bekommen über die Plejada. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Und dann wirklich vielen Dank. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.